Und herzlich willkommen im Wald und wir machen mal ein bisschen ein komplexeres Thema. Ursprünglich war es bloß eine Frage. Meistens folgt darauf ein nicht ganz so langes und kompliziertes Video, aber in diesem Fall ist das mal anders, denn ich habe mir extra ausgedruckt, weil ich festgestellt habe, ich habe da einiges verpennt, was die Forschung bezüglich diesem Thema in den letzten Jahren so getan hat. Deswegen habe ich mir auch wirklich ausgedruckt, zum auch meiner persönlichen Bibliothek hinzufügen, das Thema regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung. Und dazu gibt es nämlich ein Merkblatt mit diesem Titel, Merkblatt Nummer 54 aus dem Jahr 2013 von der Forstlichen Versuchsanstalt, Versuchs- und Forschungsanstalt, um genau zu sein, Baden-Württemberg. Und die Verfasser sind Dr. Klaus von Wilpert, Dr. Peter Hartmann und Dr. Jürgen Schäfer. Das Titelbild ist von Andreas Knobloch. So. Und ich hoffe, da von denen nicht verklagt zu werden, von den geschätzten Kollegen, weil manches, was ich jetzt hier vielleicht rausnehme, übersteigt vielleicht das Zitatrecht. Das müsste im Zweifelsfall dann tatsächlich auch irgendein Gericht entscheiden. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen, weil das ist ein Thema, was unbedingt mehr Leute, von dem mehr Leute über das. Jetzt ist der Satz korrekt, über das mehr Leute Bescheid wissen sollten. Und ich möchte da gerne meinen kleinen Beitrag leisten, um das halt eben ein bisschen publiker zu machen und vielleicht auch noch für eine höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu sorgen, die ja bestimmt kleinräumig und bei einzelnen Personengruppen sicherlich noch nicht in dem Ausmaß gegeben ist, wie sie gegeben sein sollte. So, und es geht also eben um die regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung, Bodenkalkung, Waldkalkung auch genannt, weil wir sprechen hier vom Wald, ist ein Thema, das gab es schon ziemlich lange. Auf die Idee gekommen, Kalk in den Wald zu kippen, damit der Boden ein bisschen weniger versauert, beziehungsweise die Bodenversauerung bis zu einem gewissen Level zurückgesetzt wird. Das ist jetzt gar nichts so Neues. Das ist auch fürs Wachstum diverser Pflanzen sehr förderlich und erfüllt sozusagen mindestens zwei Komponenten. Erstens, der pH-Wert wird erhöht. Nicht reduziert, dann wäre es ja saurer, sondern er soll weniger sauer werden. Noch lange nicht alkalisch, aber weniger sauer. Und zweitens werden Calcium und Magnesium im Hauptanteil, diese beiden, als vergleichsweise seltene Nährstoffe dem Wald eben in einem guten, ausreichenden Maß damit zur Verfügung gestellt. So, und mein bisheriger Stand des Wissens war, ja, kalken kann man durchaus machen, muss man in den wenigsten Fällen. So habe ich das mal irgendwo mal gehört gehabt, zumindest habe ich es so abgespeichert. Ich will jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen, dass die mir Mist erzählt hätten. Es ist halt so hängen geblieben. So. Jetzt habe ich mich aber mit der Thematik, wie gesagt, noch mal ein bisschen auseinandergesetzt und stelle fest, nee, man muss nicht hier und da vielleicht mal ein bisschen kann man machen, sondern es ist dringend notwendig, große Teile, insbesondere von Baden-Württemberg, wenn man eben diesem Text hier folgt, zu kalken, weil da die Einflüsse die Versauerung erhöhenden Faktoren der letzten Jahrzehnte offensichtlich ganz gewaltig groß gewesen sind. So, und damit kommen wir zum Thema. Das Thema besteht darin, dass eben der Herr Frank, das war ein Forstwissenschaftler, der 1927 eine entsprechende Arbeit verfasst hat, in der er festgestellt hat, wie hoch denn der pH-Wert verschiedener Böden an 2500 Probepunkten in Baden-Württemberg ist. So, das hat er jetzt erstmal dokumentiert. So eine Arbeit, wo man sowas feststellt, die ist sehr nachhaltig gedacht, ne? Langfristig gedacht. Man merkt, der Mann war Forstwissenschaftler. Weil erstmal kannst du bloß sagen, ja, der pH-Wert ist so und so hoch. Du hast aber nicht zwingend Vergleichsmöglichkeiten. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Steigerung oder das ist eine Abnahme, sondern du kannst nur sagen, es ist erstmal so. Das heißt, das Problem wird der Mann damals wahrscheinlich gehabt haben, es sei denn, er hatte auch irgendeine vorangehende Arbeit, aber hat da vielleicht nichts Spannendes festgestellt. Ich konnte die Arbeit vom Herrn Frank leider auf die Schnelle nicht auftreiben und konnte da deshalb auch nicht die Details nachlesen. Jedenfalls hat er da einen pH-Wert festgestellt. So, und der liegt grob, gucken wir mal kurz nach, so bei vielen Böden, ich versuche mal so einen allgemeinen Durchschnittswert zu finden, ja, so irgendwo zwischen 5 und 6. Ne? Und das ist eigentlich super. Da kann man nichts meckern von Waldboden. Das ist absolut top.
tippitoppi. Ne? Ausgenommen die ohnehin schon sehr sauren Böden, die zum Beispiel auf Granit entstehen, die waren auch zu Zeiten von Herrn Frank auch schon relativ sauer und lagen so irgendwo zwischen 3 und 4. So, teilweise auch sogar wieder mal so in Richtung 5 gehend, aber es gab auch einige eben zwischen 3 und 4. So, das sind jetzt so grob die Ergebnisse. Spannend ist jetzt, dass der Herr Frank eine wesentliche Sache, die man bei Forschung immer machen sollte, vollkommen richtig gemacht hat, nämlich er hat genau dokumentiert, wo hat er seine Proben genommen und wie. Und wie hat er hinterher den pH-Wert ermittelt. Und deswegen konnte man exakt dieselbe Untersuchung, die der Herr Frank 1927 durchgeführt hat, jetzt nochmal wiederholen. Und das wurde, wie ich das schwer vermute, von den Verfassern dieses Papers, die eingangs genannt wurden, ich muss sie jetzt nicht jedes Mal nochmal nennen, entsprechend gemacht. Und da hat man gravierende Unterschiede festgestellt. Mir ging fast der Hut hoch, als ich das gelesen habe. So krass hätte ich das echt nicht erwartet. Nämlich, die Unterschiede liegen so irgendwo zwischen 1,5 bis 2,5 pH-Stufen. Das ist eine bis zu 1 bis 14 Skala. 1,5 bis 2,5 Stufen ist da schon relativ groß. Wenn man jetzt allerdings noch weiß, dass das Spektrum der Boden-pH-Werte, das in der Natur vorkommt, so mal ganz grob zwischen 1, irgendwas und 6, irgendwas überhaupt nur zu finden ist, bis auf wenige Ausnahmen, die noch so tendenziell in Richtung 8 gehen, aber da brauchen wir jetzt gar nicht von reden, das gibt es bei uns in der Gegend hier ohnehin nirgends, dann reden wir hier wirklich von einem massiven Rückgang der pH-Werte. Ne? Wie gesagt, vorher waren wir so irgendwo bei 5, 4,5, 5, 5,5, irgendwas jetzt um den Dreh. Und jetzt sind wir so irgendwo zwischen, mit Handschuhen umblättern ist nicht so einfach, ja, zwischen 3 und 4 und 4 bis 4, 4,5, so irgendwo um den Dreh. Also es ist wirklich gravierend, der Unterschied. Da geht einem echt der Hut hoch. Das habe ich nicht gewusst, dass das so krass ist. Und mein letztes Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Thema Kalkung, ist auch tatsächlich jünger als diese Arbeit. Und im Studium haben wir es auch noch nicht so sehr behandelt, weil da war das ja gerade erst im Erforschtwerden, sozusagen die Ergebnisse, die jetzt hier vorliegen. Also zu dem Zeitpunkt, als das bei mir dran gewesen wäre sonst. Gut. Das heißt, unsere Böden sind sehr, sehr, sehr viel saurer geworden in den letzten 85 Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht hat das ja natürliche Ursachen. Nein, ganz bestimmt nicht. Eine so krasse Versauerung in so wenig Zeit, das ist auszuschließen. Das ist totaler Unsinn. Über ein paar tausend Jahre. Gut, wenn es krasse tausend Jahre waren, dann wäre da sowas vielleicht noch zu erwarten. Aber in dem Ausmaß auf keinen Fall. Von mir aus auch ein paar hundert Jahre, aber auf keinen Fall gerade mal 85, ungefähr. So, und das heißt, wir haben also eine krasse Versauerung bekommen und jetzt gibt es zwei, sagen wir mal, philosophische Lösungen, um an dieses Thema heranzugehen. Man kann jetzt A sagen, Natur bedeutet Wandel. Und der Wandel ist jetzt passiert und jetzt müssen wir mit dem Wandel leben und gucken, wie sich es weiter wandelt. Es gibt Leute, die sagen das. Und Möglichkeit 2, ja, wenn wir offensichtlich an dem Schaden schuld sind, weil natürliche Ursachen dafür auf keinen Fall in Frage kommen, dann können wir ja versuchen, den Schaden wieder gut zu machen, sofern wir dafür die Möglichkeit haben, technischer Art. So, letzteres ist der Fall, um das mal schon zu spoilern. Und deswegen halte ich das auch für eine gute Idee. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mit dem Thema Bodensäuregehalt eben auseinandersetzen. Warum zum Geier ist denn der jetzt so stark angeschrien? Naja, wir haben da so einen fiesen Stoff gehabt, ne, der unter anderem auch das sogenannte Waldsterben verursacht hat, nämlich im Wesentlichen saurer Regen, der größtenteils auf irgendwelchen Schwefelverbindungen basiert hat. Wir haben heutzutage immer noch ein gewisses Maß an saurem Regen. Allerdings, das wurde im Rahmen dieser Studie auch festgestellt, findet inzwischen auf den nicht gekalkten Böden eine gewisse Regeneration des Boden-pH-Werts statt. Der ist deswegen noch nicht gut, aber er regeneriert sich auch von selbst ein wenig. Basische Nährelemente können bis zu einem gewissen Grad nachgeliefert werden. Dem pH-Wert erhöhende Faktoren werden im Laufe der Zeit auch wieder ein wenig nachgeliefert. Übrigens, diese Regenerationsfähigkeit unserer Böden ist der einzige Grund, weshalb wir überhaupt noch Böden haben. Wir haben ja hier in Mitteleuropa mehr oder weniger einen Hotspot, der
der abendländischen Zivilisation, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne damit irgendwas Politisches zum Ausdrücken zu wollen, ganz bestimmt nicht, jedenfalls einen Hotspot besagter Zivilisation gehabt und die Bevölkerungsdichten relativ schnell von noch und nöcher erreicht. Städte, Raubbau an der Natur, Ressourcenverbrauch ohne Ende, bis halt irgendwann fast kein Wald mehr irgendwo vorhanden war. Die Böden sind degradiert und es war schlimm, auf jeden Fall, was da an Ressourcen rausgehauen wurde. Es gibt andere Zivilisationen, die einen ähnlichen Umgang mit Ressourcen gepflegt haben, zum Beispiel die Römer, die Griechen, die Phönizier, den ganzen Mittelmeerkrempel. Ne? So, wenn wir uns jetzt das Mittelmeer anschauen, was sehen wir dann so um das Mittelmeer herum? Sehen wir da noch irgendwelche Wälder, die ursprünglich gestanden haben? Nö, weil die Böden da sind degradiert, ne? Das da degeneriert. Sucht euch irgendein schönes Wort dafür aus, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls sind die Böden da extrem verarmt an Nährstoffen durch die massive Übernutzung, durch die Hochkulturen, die es da gab. Und was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen deren Böden und unseren Böden? Unsere Böden haben erfreulicherweise enorme Regenerationskapazitäten von vornherein immer schon gehabt. Deswegen haben sie unsere Mittelalter bis beginnende Industrialisierung absolut krassen Ressourcenverbrauch, insbesondere im Bereich von Holz, noch relativ gut überstanden. Vergleichsweise. Wenn man sich, wie gesagt, eben das Mittelmeer zum Vergleich anschaut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, beim Mittelmeer gab es noch mehr Leute, es waren noch größere Kulturen und so weiter und so fort. Ja, aber der Unterschied eben in diesen Wüstenlandschaften, Garrigue Machina, falls das Begriffe sind, das ist schon ein krasser Unterschied zu den zu der mediterranoiden Hartlaubvegetation, die da ursprünglicherweise rumstehen sollte. Da gäbe es eigentlich auch Wälder. Teilweise gäbe es da sogar immergrüne sogenannte Lorbeerwälder. Und davon ist fast nichts mehr übrig. Das sind so ganz kleine Inseln, die es von diesem ursprünglich natürlichen Vegetationstyp ums Mittelmeer herum noch gibt. Ne? So. Also das zum Thema, was passiert, wenn man seine Böden ausbeutet, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Es ist reiner Zufall, dass wir halt das Glück hatten, an der richtigen Stelle geboren zu werden und hier von der Natur durch reinen Zufall, per Glück, eben mit guten Böden ausgestattet zu sein, die ein gewisses Regenerationspotenzial mit sich bringen. Ah! Da schmeißt er die Kamera um, weil er versucht, sich bequem hinzuhocken. Ach ja, so. Aber auch unsere recht regenerationsfähigen Böden sind jetzt nun mal sehr stark versauert. So, und woher kommt das? Wie gesagt, die Industrialisierung, glaube ich, habe schon gesagt, mit eben dem sauren Regen, den Schwefelverbindungen und so weiter und so fort, das wird der Hauptfaktor gewesen sein. Dass man also so eine Panik geschoben hat, als damals das Waldsterben anfing, das war ja in den Medien, wer ein bisschen älter ist, kann sich doch vielleicht erinnern, auch noch älter als ich, ich bin auch noch zu jung, kriege das auch nicht mehr so ganz erinnerungstechnisch auf die Reihe. Da gab es wirklich Schreckensbotschaften, der Wald stirbt, der Wald ist bald schon weg. Es gab auch einen Film, den haben wir in der Schule geguckt, hinterher, der fürs Jahr 2000, als das Jahr 2000 gar nicht mehr so lange weg war, prognostizierte, dass kein einziger Baum im Schwarzwald mehr steht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gut, diese Schreckensszenarien sind alle nicht eingetreten, nicht in dem Ausmaß, in dem sichtbaren Ausmaß, Betonung auf sichtbar, messbar im Boden, sind massive Veränderungen halt eben doch. Da haben wir es ja jetzt, schwarz auf weiß. Aber sichtbar, gut, nicht sämtlicher Wald ist gestorben. Warum? So ein Wald ist halt eben nun mal durchaus gewissermaßen ziemlich resistent. Und so einfach stirbt so ein Wald halt dann eben auch nicht. Hätten wir allerdings nicht die Rauchgasentschwefelung rechtzeitig eingeführt, ist es nach wie vor durchaus realistisch, dass die Schreckensszenarien, die die Wissenschaftler damals aufgestellt haben, durchaus zutreffen hätten können. Können, hätten, ne? Irgend sowas. Also die Medien haben dann wahrscheinlich noch ihren gewissen Teil zu beigetragen, dass das ein bisschen overhyped gewesen ist, wie man heutzutage sagen würde. Aber ich hatte auch mal ein Video zum Thema Waldsterben bzw. Waldschadensbericht, Waldzustandsbericht genauer, entsprechend gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man nicht allein durch Laubverlust im Vergleich zum Ausgangsjahr 1900 irgendwas, 90 war es glaube ich, oder 80, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls, dass man allein durch den Nadelverlust bzw. den Laubverlust an Bäumen nicht den Zustand des Waldes exakt festmachen kann. Habe in diesem Video allerdings gesagt, okay, dahingehend ist es vielleicht weniger schlimm, als manchmal behauptet wird.
aber habe gesagt, es gibt andere Probleme, die erheblich gravierender sind. Und die befinden sich, nicht da, sondern da, unter uns, der arme Boden. Weil auch wenn der super regenerationsfähig ist, irgendwann ist Schluss. Und wenn wir uns eben jetzt diese Daten hier angucken, die wir hier jetzt haben, dann frage ich mich, ist nicht vielleicht eventuell relativ bald Schluss? Macht es nicht eventuell durchaus sehr, 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 sehr viel Sinn, genau dieses Programm, was hier gestartet wurde, auch auf dieser Arbeit basierend, sehr zu promoten und sich zu freuen über jeden Hubschrauber, der ewig viel Lärm produzierend den ganzen Tag über den Wald fliegt, um da riesige Mengen an Hektar, hoffen wir es, entsprechend zu kalken. Ne? Das ist ein Grund zur Freude. Bringt dem Hubschrauberpiloten vielleicht nicht zu viele Gläser Bier, sonst wird es schwierig, aber nehmt ihn freudig in den Arm. Das wäre meiner Meinung nach das einzig angemessene Verhalten und generell auch denjenigen, der da entsprechend den Dolomit richtig schön herrichtet und dann in den Hubschrauber lädt und so weiter und so fort. So. Eingangs habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, dieses Video basiert eben auf einer entsprechenden Frage und ich habe deshalb auch noch ein paar Bilder zur Frage dazu bekommen, habe mich eben per Mail erreicht. Vielen Dank an dieser Stelle, die werde ich auch einblenden, damit man einfach mal ein bisschen sehen kann, wie diese Kalkung per Hubschrauber so ungefähr funktioniert. Es gibt aber dazu auch noch ein paar andere ein Filmchen auch, den werde ich euch auch verlinken und da kann man sich einiges schön angucken, wie das technisch funktioniert. Dieses Papier hier enthält auch noch eine ganz, ganz ausführliche Anleitung eben für den Praktiker, wie seinen Wald zu kalken hat, wie das am besten umzusetzen ist, mit welchem Material und so weiter und so fort. Darauf möchte ich nicht so sehr eingehen, das ist eher nur für denjenigen, der wirklich kalken möchte, interessant. Ich interessiere mich eher jetzt, beziehungsweise werde euch jetzt eher was eben zum naturwissenschaftlichen Hintergrund des Ganzen erzählen. So, jetzt. Was hat jetzt dieser saure Regen genau angestellt? Naja, er hat den Boden sauer gemacht. Was bedeutet das? A. Die ganzen Bodenlebewesen größerer Art, insbesondere die, können im Boden so gut wie nicht mehr leben und sind nicht existenzfähig bzw. reproduktionsfähig, wenn der Boden einen gewissen Säuregrad übersteigt. Beispiel, ganz prominentes Beispiel und unglaublich wichtig für jeden Boden, die Regenwürmer. Ich sage jetzt mal Regenwürmer. Bei uns ist es eben dieser eine prominente Regenwurm, der da eben die Hauptrolle spielt und der kommt bei pH-Werten von unter 4, glaube ich, war es grob, nagelt mich bitte mit der Zahl nicht fest, aber da kommt er quasi nicht mehr vor, beziehungsweise nur noch ganz selten und dann wird es irgendwann sehr schwierig und spätestens ab so 3,5, dann ist die Regenwurmaktivität quasi null. So, das wäre so der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass in diesem sauren Bodenwasser, was wir dann bekommen, wenn der Boden ohnehin sauer ist, sehr gut alle möglichen extrem wichtigen und vor allen Dingen seltenen und damit umso wichtigeren Nährstoffe gelöst werden können. Und wenn die erstmal im Bodenwasser gelöst sind und nicht mehr an der Bodenfestphase dran kleben, also sozusagen angeheftet sind an irgendwelche Krümelchen Dreck, um es mal ganz lapidar zu sagen, dann sind sie logischerweise flüssig im Boden unterwegs, können gut ausgetauscht werden, können hierhin, können dorthin, können von Pflanzen aus der Bodenlösung auch gut aufgenommen werden, aber wenn es heftig drauf regnet, werden sie mit dem Grundwasser, also mit dem sonstigen Wasser ins Grundwasser gespült und wo sind sie dann? Weg. Und die kommen auch nicht wieder. Es kann natürlich aus dem mineralischen Teil des Bodens, aus dem Gestein, aus dem sich der Boden nach und nach bildet, nach und nach neue Nährstoffe freigesetzt werden. Irgendwo müssen die ja ursprünglich auch mal hergekommen sein. Und das ist tatsächlich zu großen Teilen aus dem Ausgangsgestein eben der Fall. Aber dieser Prozess dauert sehr, sehr lange. Und wir haben es ja jetzt geschafft, den pH-Wert in 80 Jahren sehr, sehr, sehr stark zu reduzieren. Weshalb da eben mit einer natürlichen Regeneration erst bei jetzigem Stand der Regenerationsgeschwindigkeit in circa 400 Jahren zu rechnen wäre. So. Und in diesen 400 Jahren dürfte die Situation auch nicht schlimmer werden. Ist also vielleicht ein bisschen lang angesichts der diversen Probleme, die wir unter anderem auch noch durch Klimawandel in nächster Zeit zu erwarten haben. Und die Nahrungsproduktionskapazität unseres Planeten wird übrigens auch nicht unbedingt besser, wenn wir einfach mal 400 Jahre warten, bis unsere Böden wieder so richtig schön fruchtbar sind. Auch wenn es sich jetzt nur um Waldböden handelt. Aber der Grundgedanke, dass euch das mal klar ist, ne? Ich zitiere, als Folge sind viele Waldböden in ihrer Funktion als Pflanzenstandort, Lebensraum und Filter für Trinkwasser gefährdet. So,
Und das möchte ich jetzt auch noch mal ein kleines bisschen ausführen. So, Lebensraum, haben wir ja schon gesagt. Der Regenwurm als prominente Art, der mag nicht mehr. So, als Pflanzenstandort, das ist natürlich mein Steckenpferd. Wie man weiß, bin ich ja so ein kleiner Hobby-Vegetationsökologe, ne? Als Tüxen. jedenfalls, eine derart starke pH-Änderung ändert total die Pflanzengesellschaft. Ich habe euch mal in diversen anderen Videos erzählt, was die natürliche potenzielle Vegetation ist, nach Tüxen, die entsprechend besagt, wenn wir den und den Standort haben, mit den und den Umweltfaktoren, dann würde da drauf, wenn man sich schlagartig hingestellt, vorstellt, folgende Pflanzenformation drauf hocken. Ne? Also zum Beispiel ein bodensaurer Buchenwald. Ist zu erwarten auf so ziemlich den meisten sauren Böden mit ansonsten guter Niederschlag und sonst ganz guten Bedingungen, aber halt eben nur sauer. Da ist halt eben dieser bodensaure Buchenwald zu erwarten. Und das ist auch die vorherrschende Waldgesellschaft in Deutschland, die meisten deutschen Böden. Da würde normalerweise ein bodensaurer Buchenwald draufstehen. Aber wie man jetzt hieraus ablesen oder vermuten könnte, und da wären weitergehende Untersuchungen extrem interessant, ist das überhaupt nicht auf so vielen Böden der Fall, wie man eben jetzt annehmen müsste, von dem Zustand, den die Böden absolut haben gerade. Eigentlich, wenn es das Waldsterben nie gegeben hätte, wenn es die Industrialisierung nicht gegeben hätte, dann hätten wir zwar immer noch jede Menge Buchenwald, aber erheblich weniger bodensauren Buchenwald, dann hätten wir halt eher mehr ein bisschen basenreichen Buchenwald, um mal vorsichtig auszudrücken. Hort Elimo Vergetum, Gallio Odorati Vergetum, irgendwelche solchen Sachen in dem Bereich. Das ist also extrem interessant, dieser Einfluss auf die ganze Konstellation des Waldes. Wir hätten ein ganz anderes Waldbild auf vielen, vielen Standorten, ganz andere natürliche Waldzusammensetzung, gut, immer noch buchendominiert, aber im Unterwuchs. Ganz, ganz andere Arten, als es jetzt eben tatsächlich der Fall ist, einfach durch diesen sauren Regen, durch die Versauerung unserer Böden. Also macht euch das klar, was für einen krassen Einfluss das auf unsere Vegetationszusammensetzung eben entsprechend haben kann. Dass viele Pflanzen mit sauren Böden nährstoffzusammensetzungstechnisch nicht klarkommen, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Landwirtschaft, wenn man den Wald roden würde und beschließen, man macht jetzt hier ein Feld. Auf einem versauerten Waldboden brauchst du es überhaupt nicht versuchen, da wächst nichts. Kannst du vergessen. Wenn die Zombies kommen, wir alle sterben und ein paar sich durchkämpfen und dann beschließen, hier zum Beispiel in diesem Wald, in dem ich hocke, eine neue Zivilisation aufzubauen und wollen Ackerbau betreiben, vergesst es, wächst nichts. Ne? Funktioniert nicht, weil viel zu saurer Boden. Für Landwirtschaft geht das gar nicht. Ein Grund mehr dafür zu sorgen, dass die sauren Böden in Deutschland vielleicht nicht überhand nehmen. So einfach, wenn man mal an jedes erdenkliche Zukunftsszenario denken möchte, was man sich ausdenken kann. Weniger saure Böden, immer gut. So, und jetzt nochmal Zitat. Durch ein angepasstes und schonendes Kalkungskonzept kann ein nachhaltig stabiler und naturnaher Bodenzustand wiederhergestellt bzw. erhalten werden. So, und das ist nach meinem Kenntnisstand, der wie gesagt veraltet ist, tatsächlich neu. Bisher war Kalken immer mit so gewissen ziemlich gravierenden Nachteilen, gravierend ist relativ, aber mit großen Nachteilen, sagen wir mal, verbunden. Inzwischen hat man allerdings eine tolle neue Methode gefunden zu kalken, beziehungsweise ein tolles neues Material. Nämlich kippt man jetzt nicht irgendwelchen, im krassesten Fall Brandkalk in den Wald, sondern man nimmt schlicht und ergreifend Dolomit. Was ist Dolomit? Na, das ist ein Gestein, aus dem ein großer Teil der Alpen besteht. Ne? So, und da muss man jetzt einfach in den Alpen irgendwo einen Steinbruch anlegen, also ein bisschen Dolomit abkratzen, fährt das in die Nähe des nächsten Waldes, wo man kalken möchte. So weit ist das ja nicht, die Alpen sind jetzt gar nicht so weit weg. Und dann lädt man das eben entsprechend in den Heli und der verteilt es großflächig, siehe Bilder und Video in den Links, verteilt das großflächig im Wald. So. Und der Unterschied ist jetzt einfach der, dass dieses Dolomit gar nicht so sehr aggressiv ist. Wenn man mit irgendwelchen krassen Kalk, der ja auch in der Lage ist, eben entsprechend zu brennen, ne? Man beachte den interessanten Experimentiervideos vom Saki mit seinem Brandkalkversuchen als flammenlose Outdoor-Koch-Experimente. Sehr, sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. Jedenfalls, so ein Zeug ist einfach zu krass. Hingegen dieses Dolomit,
Das ist einfach nur Gesteinsmehl. Das wirkt im ersten Moment, wenn man es irgendwo hinkippt, als Gesteinsmehl. Kippst du Wasser drauf, passiert nichts. Das reagiert mit nichts besonders krass und das gibt demzufolge auch seine basischen Bestandteile, seine basischen Nährelemente, nämlich Calcium und Magnesium vor allen Dingen. Magnesium ist nämlich viel knapper als Calcium und in Dolomit ist nämlich große Teile von Magnesium drin, sogar mehr, viel mehr Magnesium als Calcium. Und das gibt es nach und nach frei und reagiert nicht mit irgendwas extrem. Und damit ist eben das ein sehr schonender Prozess. Die feinen Partikel, das ist so eine Mischung aus sehr, sehr feinen Partikeln bis hin zu Grobsandstrukturen, also 2 mm Körngröße, sagt man grob. Die feinen Sachen werden sofort in den Boden eingewaschen, wirken auch sofort, sind sofort, eben gerade weil sie so fein sind, mehr oder weniger pflanzenverfügbar und führen zu einer, man kann es nicht als schlagartig bezeichnen, aber es ist sofort eine merkbare Verbesserung, wenn man den Bodenchemismus untersucht. Feststellbar in geringer Tiefe. In der tieferen Tiefe wird dieser Prozess länger dauern, bis halt eben die positiven Effekte durch die Kalkung in den tieferen Bodenschichten eindringen. Aber eben durch dieses tolle Gemisch, dieses Dolomit-Gemisch, ist das ein schleichender Prozess, ein langsamer Prozess. Das heißt, die Vegetation, die jetzt nach und nach wieder einen ganz anderen Standort bekommt, bekommt dadurch, dass das langsam geht, auch die Zeit, sich langsam an neue Standortbedingungen anzupassen. Insbesondere Pflanzen, die ganze Zeit über dastehen. Wäre ja zum Beispiel denkbar, dass irgendeine alte Eiche dastand, schon lange bevor es irgendwelche industrielle Revolution gab, dann die ganzen Versauerung des Bodens alles überlebt hat und jetzt kommen wir und erhöhen wieder den pH-Wert. Und wenn wir das jetzt allzu schlagartig tun, dann wird sich die Eiche irgendwann denken, jetzt entscheidet euch doch mal, jetzt habe ich keinen Bock mehr und fall um. Also ganz so natürlich nicht, aber im übertragenen Sinne. Eben das Schöne bei dieser neuen Methode ist jetzt, für mich neue Methode, dass halt eben das Ganze langsam, etappenweise vor sich hin verwittert und nach abgegeben wird. Ne? Also das ist das Geniale dabei. Außerdem ist es nicht nur Kalk, was da ausgebracht werden soll, zumindest nicht in Baden-Württemberg, oder ausgebracht wird, das läuft ja hoffentlich schon, das Programm, sondern da ist auch noch ein Teil Holzasche dabei, dazu kommen wir aber dann später. Ja, jedenfalls nachhaltig, stabil, naturnaher Bodenzustand wiederherstellen bzw. erhalten. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und meistens habe ich an solchen Papieren ja irgendwas zu meckern, in diesem Fall jetzt überhaupt nicht. Und das ist auch, wenn ich überhaupt ein Fachgebiet habe, ich bin ja Universaldilettant, aber Bodenkunde und Vegetationskunde sind somit meine Steckenpferde. Und ich kann wirklich sehr gut beurteilen, was hier jetzt drin steht, auch in der entsprechenden wissenschaftlichen Fachsprache, die hier entsprechend verwendet wird, die eigentlich recht gut verständlich ist, also für mich. Und kann euch wirklich nur sagen, das macht sowas von Sinn. Also sowas von, was die Kollegen sich da ausgedacht haben, einfach großartig. Okay, jetzt haben wir leider nicht, also von dem Frank, diesem eingangs erwähnten Kollegen, der da entsprechend die Bodenuntersuchung durchgeführt hat 1927, von dem haben wir leider nicht Daten überall. Deswegen hat man einen anderen Indikator gebraucht, um sagen zu können, welcher Boden ist denn jetzt nicht natürlich versauert, sondern anthropogen versauert. Und da haben sie Aluminium hergenommen, weil, ich zitiere, als Indikator wird der Vorrat an Aluminium im Unterboden genutzt. Es ist nämlich so, dass Aluminium erst frei wird, wenn der Boden-pH-Wert stark absinkt. Denn dann werden Tonminerale ausgewaschen und solange die Tonminerale noch da sind, dann befindet sich das Aluminium entweder da drin oder da dran oder irgendwie versteckt sozusagen. Also man bemerkt es kaum. Sind allerdings die Tonminerale weg, ist das Aluminium noch da. Und wenn das Aluminium in größeren Mengen dann auch irgendwann im Unterboden vorkommt, weil auch das Aluminium beginnt ausgewaschen zu werden und in unteren Bodenschichten einzudringen, dann haben wir es definitiv nicht mehr mit einem natürlichen Prozess zu tun. Das findet bei der natürlichen Bodenentwicklung in Deutschland eigentlich nicht statt, in der Regel, sondern das kann nur anthropogen sein und damit hat man dann für so einen Boden den Nachweis erbracht, hier muss definitiv gekalkt werden. Sinnvollerweise kalken die mit so viel Kalk, wie Aluminium da ist. Also das dient wirklich als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kalkmenge. So, und jetzt gibt es hier eine schöne Karte, die ich euch ausnahmsweise kurz ins Bild halten möchte, in der Hoffnung, nicht verklagt zu werden. Grün ist
Und grün ist einmal kalken, a 10 Jahre mit 3 Tonnen Kalk pro Hektar. Das klingt jetzt erstmal viel, das ist aber eigentlich eine recht überschaubare, moderate Menge, schonend eben, ne? Nicht krass. So, und die grünen Flächen, wenn ihr das einigermaßen erkennen könnt, das sind halt eben die, die so gekalkt werden sollen. Und dann gibt es kleinräumig noch Flächen, die erheblich mehr Kalk benötigen. Das sind dann die gelben, roten und was gibt's noch? Rosa. Rosa gibt es auch noch, aber ladet euch das Ding mal runter, beziehungsweise guckt es euch im Internet an, schaut euch die Karte in Ruhe an. Was man jedenfalls feststellt, es gibt auch graue Flächen, das sind Flächen, die gar nicht gekalkt werden müssen. Wer sich in Baden-Württemberg auskennt, stellt dann relativ fest, auf dieser Karte sind das die Schwäbische Alb und der Hochschwarzwald. Gut, warum muss die Schwäbische Alb nicht gekalkt werden? Die besteht aus Kalk. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Warum muss der Hochschwarzwald nicht gekalkt werden? Besteht er auch aus Kalk? Nö, da lag mal welcher drauf, der Muschelkalk früher, der ist inzwischen runter. Da befindet sich das Ausgangsgestein, das in den Teilen, die hier nicht gekalkt werden sollen, größtenteils, sage ich mal ganz vorsichtig, aus Granit besteht. Und Granit bildet immer saure Böden. Ob es da zusätzlich noch sauer drauf regnet oder nicht, ist scheißegal, weil aus Granit kann sich nur ein extrem saurer Boden bilden. Und den Anthropogen noch weiter zu versauern, macht kaum noch einen Unterschied. Also kaum im Vergleich zu den extremen Unterschieden, die wir auf allen anderen Bodentypen haben. Und deswegen haben wir hier jetzt eben teilweise Bereiche, die sind wirklich ganz enorm stark versauert und stark beeinflusst. Die werden bis zu 4-mal gekalkt innerhalb von 10 Jahren. Das ist dann schon auch, ja, das ist halt schon eine krasse Maßnahme. Sie ist aber wirklich notwendig und sie macht auch Sinn. Und man hat das auch wirklich kleinräumig genau unter Kontrolle, wie viel Kalk man wohin kippt. Denn heutzutage gibt es da ja so eine schöne Einrichtung, die sich GPS nennt. Und das hat auch der Hubschrauber entsprechend an Bord. Und wenn man jetzt von vornherein, also der örtliche Förster vor Ort, mit einer genauen Anleitung, wie das funktioniert, kann dann sagen, okay, normaler Wald muss gekalkt werden. Hat ja auch Daten zu dem Wald. Es gibt da auch so schöne Karten, wo drauf steht, hier ist der Boden so und so sauer, da muss so und so viel Kalk drauf, da gibt es so und so viel Aluminium im Boden und deswegen so und so viel Kalk. Ne? Und da hat er so Karten und dann kann er da immer gucken, jetzt muss hier gekalkt werden, jetzt muss da gekalkt werden. Und was der Hubschrauberpilot jetzt hat, ist halt eben GPS und kann durch diese moderne Kalkausbringung mit GPS-Unterstützung auf, na, sagen wir mal vorsichtig, 4-5 Meter genau die Grenze ziehen zwischen zum Beispiel einem Naturschutzgebiet, in dem nicht gekalkt werden soll. In Naturschutzgebieten soll sich die Natur ja immer so entwickeln, wie sie ist. Oft sind Naturschutzgebiete sowieso sehr saure Standorte wie Moore. Da ist es auch egal mit dem sauren Regen. Kippst du pH-1-Wasser auf pH-1-Wasser, bleibt pH-1-Wasser, vorsichtig ausgedrückt. Moore haben nicht ganz pH-1, also 1,0 ganz bestimmt nicht. Aber ein 1 vorm Komma können die definitiv haben. Wie dem auch sei, da ist wurscht. Deshalb, da muss man auch nicht kalken. Das wäre katastrophal, ein Moor zu kalken, das ist kein Moor mehr. Das wäre eine Katastrophe. Total kaputt, das Moor. Deswegen schonend kalken, vorsichtig kalken, nur an den Orten, wo es hingehört. Und das ist eben mit diesen modernen technischen Lösungen, auch mit dem Hubschrauber, wo man ja zuerst denkt, oh, der schmeißt ja alles voll, der fliegt aber auch nur bei gutem Wetter. Ne? Also Faktor Wind können wir da größtenteils ausschließen. Außerdem wird es aus geringer Höhe runtergeworfen. Ist das alles also problemlos möglich und schonend. So. Und jetzt sind hier schön aufgeführt, detailliert die verschiedenen Wirkungen, die Kalkung mit sich bringt. Ne? Also das haben wir jetzt gemacht und wir haben jetzt Vergleichsmöglichkeiten. Denn wir haben ungekalkte Nullflächen und wir haben gekalkte Flächen. Und wir haben den Zeitraum zwischen der Bodenzustandsermittlung 1 und der Bodenzustandsermittlung, soweit ich weiß, heißt BZE Bodenzustandsermittlung oder ja, müsste es so heißen, 2. Ne? Und dazwischen liegen 15 Jahre. So. Und da hat man jetzt angeguckt, was passiert auf den nicht gekalkten Flächen innerhalb dieser 15 Jahre, was passiert auf den gekalkten Flächen. So. Und da stellen wir jetzt fest, eben das, was ich eingangs schon erwähnt habe, es findet eine Erhöhung des pH-Wertes auch auf den nicht gekalkten Flächen statt, eben aufgrund des natürlichen Regenerationspotenzials unserer hervorragenden mitteleuropäischen Böden. So. Aber, wie auch schon erwähnt, das würde 400 Jahre dauern, bis wir dann wieder auf dem Niveau, das damals der Herr, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, verflixt. Naja, ihr wisst es hoffentlich noch, gemessen hat. Nein, ich erinnere mich jetzt. Frank! Heißt das so? Ach, verdammt. Na egal, jedenfalls, das würde auch irgendwann stattfinden, aber wie gesagt, 400 Jahre. Eine deutliche Erhöhung um den Faktor circa 3 bis 4
dieser Geschwindigkeit, in der sich das eben entsprechend erhöht bezüglich der pH-Werte, ist Nachkalkung definitiv feststellbar. Wie gesagt, in den letzten 15 Jahren kalkt man da jetzt weiter, kalkt man da noch ein paar Mal öfter, und dieser gesamte Prozess, dieses ganze Projekt ist jetzt quasi auf, ich glaube, bis 2020 angelegt. Das heißt, da wäre schon noch mal etwas mehr Kalk drauf zu schmeißen, dann kann man vermuten, man kann es momentan aber wirklich nur spekulieren, weil man hat ja noch keine Daten, dass dann dieser Prozess vielleicht noch ein bisschen schneller verlaufen würde. Trotzdem haben wir mit dem Faktor 3, dem Faktor 4 des ansteigenden pH-Werts erstens das Problem erheblich schneller gelöst, und zweitens wird eine Wiederversäuerung der Böden erstmal reduziert bzw. aufgehalten, und drittens dauert es dann nicht 400 Jahre, sondern vielleicht nur 100 Jahre, bis eben wieder der vorindustrielle Zustand erreicht ist, was da in Betracht dessen, dass unser Ausgangszeitraum, in dem das alles schlimmer geworden ist, ja bloß 85 Jahre beträgt. Und das ist dann eigentlich schon ein ganz guter Wert, ne? Und vor allen Dingen, das ist auch wichtig, ist es nicht zu schnell, weil zu schnell würde halt einfach einen krassen Unterschied in den Standortsbedingungen bedeuten, was für alle Pflanzen und Tiere überhaupt ganz katastrophal wäre. Das ist ja eins der größten Probleme des Klimawandels. Im Prinzip wird es wahrscheinlich nicht so erwärmt werden, dass kein Leben mehr auf der Erde möglich ist. Das Problem besteht in der Geschwindigkeit, in der das passiert. Dass die Pflanzen, die Tiere, alle Ökosysteme gar keine Zeit haben, sich anzupassen an diese enorme Erwärmung, die da stattfindet. So enorm ist sie ja nicht. So 2, 3, 4, 5, 6 Grad irgendwie sowas in dem Bereich. So genau weiß das ja keiner. Aber einfach, wenn man das auch nochmal im Hinterkopf behält, die Geschwindigkeit ist das große Problem. Und mit dieser langsamen Anhebung der pH-Werte haben wir eben diesen Faktor umgangen, weshalb eben nicht mit größeren Komplikationen zu rechnen ist. Ah, hier steht es auch nochmal. Dabei ist der Anstieg aber immer noch sehr moderat. Eine Schockwirkung geht hiervon nicht aus. Sehe ich auch so. Ganz, ganz wesentlich und ein ganz hervorragendes Ergebnis der entsprechenden Untersuchung. Also wieder ungekalkte Fläche im Vergleich zu gekalkter Fläche nach 15 Jahren, ist, dass die Basensättigung zugenommen hat. Was ist jetzt die Basensättigung? Und das erkläre ich jetzt doch lieber per Voice-Over, weil ich nicht ganz zufrieden mit dem bin, was ich da im Wald erzählt habe. Also, ein Boden hat eine gewisse Kapazität an Plätzchen, also an kleinen, sagen wir mal einfach Lego-Steinchen, auf die man Basen draufstecken kann. Da ist eine bestimmte Anzahl eben solcher Plätzchen, wo eine Base dranstecken kann, gegeben. Das nennt man die Kationenaustauschkapazität, also die Anzahl dieser Plätze, wo sowas dran halt stecken kann. Ne? So, und jetzt ist die Basensättigung ganz einfach ein Prozentwert, wie viele dieser Plätzchen, wo Basen binden können, mit entsprechenden Basen belegt sind. Also zum Beispiel 50%, 60, 70, 80, mehr als 80 gibt es kaum, wo keine der guten Basen, der die Bodenfruchtbarkeit erhöhenden Basen dranhängen, da befinden sich dann meistens zum Beispiel einfach nur Protonen, H+, ne? Oder eben Aluminium. Aluminium 3+ im Regelfall befinden sich dann da dran. Es können zum Beispiel auch noch Eisen dranhängen und da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Aber die richtig, richtig guten Sachen, die sind Calcium, Magnesium, Kalium, theoretisch noch Natrium, wobei Natrium, naja, kommt drauf an, wer es essen soll. Pflanzen brauchen das eigentlich nicht. So, und damit haben wir das jetzt auch erklärt. Gute Basensättigung im Boden, was? 50% geht's los. Kann auch ein bisschen höher sein. 100% wäre scheiße, dann fehlt es nämlich an den anderen. Aber ja, so 70, 60, 70, 80, so irgendwas um den Dreh, das ist auf jeden Fall ein fruchtbarer Boden. So. Jetzt ist es so, auf den ungekalkten Böden, die sich zwar vom pH-Wert nach und nach von alleine erholen, nimmt aber die Basensättigung weiterhin ab. Also in diesen 15 Jahren, die man beobachtet hat. Nur sehr leicht, um 0,2%, 0,5% auf einem Beispiel. Es ist auch zum Teil nicht ganz signifikant. Also das ist jetzt für die Statistiker interessant, der Begriff Signifikanz oder nicht. Glaubt es mir einfach, ich sage es euch schon so, dass ihr euch um Signifikanz erstmal keine Gedanken machen müsst. Jedenfalls, so ein gewisse ganz, ganz langsame Abnahme ist feststellbar. Wenn wir aber jetzt 400 Jahre warten, dann wird aus einer ganz geringen Abnahme irgendwann eine durchaus
eine Rolle spielende Abnahme. Also wäre schon gut, wenn man die eben stoppt. Und das passiert eben mit dem Kalken, denn da haben wir eine Zunahme von ja so ungefähr 5% oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist super. Also das ist schon ein ordentlicher Wert. Er ist aber auch nicht so krass, dass man wieder Angst haben müsste um die ganzen Organismen. Also 5% in 15 Jahren, das ist ja super. Nach 100 Jahren haben wir dann so 10-20%. Sagen wir einfach mal 25% grob nach 100 Jahren. Und aus einer miesen Basensättigung von vielleicht 10% werden dann 35. 35 ist nicht gut, aber das reicht auf jeden Fall für jedes Waldwachstum. Also damit wären wir auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, wenn wir jetzt diesen Zeitraum von 100 Jahren jetzt einfach mal uns gedanklich entsprechend vorstellen. So, jetzt kommen wir zu mal einem negativen Effekt, den unsere Kalkung haben kann. Denn in Böden ist auch immer ein gewisses Maß an CO2 gespeichert. Ne? In Böden befindet sich organische Substanz, also tote Lebewesenmasse. Und oder halt Ausscheidungen von Lebewesenmasse, zu Deutsch Scheiße. Und die spielt auch eine große Rolle, weil da ist halt viel CO2 drin. Und wenn das halt nicht im Boden ist, wo ist es dann? Dann ist es in der Atmosphäre oder in den Pflanzen. Aber in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich eher in der Atmosphäre. So, verbessern wir jetzt die allgemeine Bodenfruchtbarkeit, dann kann alles, was an Nährmaterialien im Boden drin ist, besser umgesetzt werden. So, und jetzt wäre zu erwarten, dass mit einer allgemeinen Verbesserung des Bodenzustandes dann auch eine höhere CO2-Freisetzung einhergeht, weil mehr Bodenlebewesen, die brauchen CO, die müssen ja entsprechend die Materialien da auffressen, die im Boden gespeichert sind, und scheiden sie dann aus als Atmung, wie jedes Tier, CO2, und das dampft halt dann eben entsprechend aus. Weil so einen gespeicherten Zustand ist das dann in irgendwelchen organischen Molekülen fixiert. Es wäre also zu erwarten, dass es zu einer erhöhten CO2-Freisetzung kommt nach Kalkung. Die findet auch statt, aber nur in so geringem Maß, dass man da nicht von einem deutlichen Unterschied ausgehen kann. Also es ist wissenschaftlich gesehen nicht signifikant, ne? Also findet quasi nicht statt, statistisch nicht nachweisbar. Vielleicht ein ganz, ganz, ganz winziges bisschen, aber dann kann man es echt vernachlässigen, und deswegen werde ich das jetzt auch tun. So. Die Erhöhung der mikrobiellen Aktivität im Boden, die eben zu dieser CO2-Ausgasung-Erhöhung, die man nicht feststellen kann, führen könnte, hat auch noch einen anderen Effekt, nämlich die Verbesserung in Anführungszeichen der Humusform. Ich habe euch da schon in diversen anderen Videos so mal ein bisschen was zu Humus erzählt. Humus ist ja hier, ne? Das da, das, was auf dem Waldboden drauf liegt. Nicht der eigentliche Dreck, sondern das Zeug, was drauf liegt. Das reine organische Material, ohne dass da Mineralboden drin wäre. So, hier haben wir es jetzt mit einer ziemlich guten Humusform zu tun, wobei zum Teil liegen auch noch ein paar Nadeln drauf. Je dicker der Humus, desto schlechter die Humusform, ganz mal grob gesagt. Ist nur sehr wenig Material auf dem Boden drauf liegend, liegt das daran, dass dieses Material sehr schnell in den Boden eingearbeitet wird. Es wird schnell mikrobiell umgesetzt. Es gibt viel Bodenleben, wie eben den Regenwurm. Der kommt raus, schnappt sich ein Blatt, verschwindet wieder im Boden, wie diese berühmte Riesenschlange, die so aus dem Boden springt und dann wieder in den Boden rein, nur halt eben klein. Und springen tut er auch nicht. Aber sonst kann man sich das ungefähr so vorstellen. Und damit ist natürlich das organische Material nicht mehr auf dem Boden rumliegend, sondern im Boden. Und das ist gut, weil da ist es gespeichert. Da wird es zwar gleichzeitig auch umgesetzt von den ganzen anderen Mikroorganismen gefressen. Wir haben aber bei den meisten Böden, das kann man auf diesem Bild hier auch schön erkennen, eine Verbesserung der Humusform dahingehend, dass mehr Humus in den Boden eingetragen wird. Dieses hier, dieses trockene Zeug, dieser trockene, kaum umgesetzte Humus, der da einfach auf dem Boden drauf liegt und wenig eingebaut wurde, das ist die ungekalkte Version. Und hier bei der gekalkten Version, das sieht schon fast aus, als wäre es Erde. Das liegt daran, dass halt eben genau das da stattfindet. Das tote Pflanzenmaterial wird in den Boden eingearbeitet, und das ist aus Gründen des Klimawandels halt wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Weil dann ist es nicht in der Atmosphäre. Jedes Biomaterial, jedes CO2, das nicht in der Atmosphäre ist, ist gut. Jetzt sind wir auch dann irgendwann mal durch, vorsichtig ausgedrückt. Denn wir haben auch noch einen Einfluss auf die Durchwurzelung, insbesondere auch einen kleinen Einfluss auf die Durchwurzelungstiefe. Wie gesagt, der Einfluss soll ja klein sein, der soll ja nicht starkartig super, super groß. Das wäre ja schlecht. So. Und zwar
nimmt mit der Verfügbarkeit von Nährstoffen in größerer Tiefe des Bodens auch die Zahl der Wurzeln, die es in größerer Tiefe des Bodens gibt, zu. Und das ist generell gut. Je durchwurzelter der Boden, desto besser. Außerdem ist das interessant, wenn wir jetzt vermehrt Stürme bekommen, wie wir offensichtlich alle inzwischen feststellen können. Irgendjemand ist tot. Oder dabei. Ich warte mal kurz. Weit genug weg. Wo war ich stehen geblieben? Wenn der Boden besser durchwurzelt ist, logische Schlussfolgerung, der Baum steht fester. Ganz einfach. Allerdings hat der Einfluss der Kalkung auch einen kleinen negativen Effekt, vorsichtig ausgedrückt, das mit dem Negativ, auf die Durchwurzelung, weil es kommt teilweise zu einer Anreicherung, einer kurzfristigen Anreicherung von Feinwurzeln im Oberboden. Warum? Naja, nachdem man den Kalk da oben drauf geschmissen hat und der eine Weile braucht, was ja das Gute ist, um sich in den Boden einzuarbeiten, und damit dauert es auch eine Weile, bis er eben in die tieferen Bodenschichten vordringt, kommt es natürlich erstmal zu einer Anreicherung von den wichtigen Nährstoffen Calcium, Magnesium in den oberen Bodenschichten. So, und jetzt ist so ein Baum nicht doof, sondern der legt dann entsprechende Wurzeln eben auch in den oberen Bodenschichten an, um halt da, wo die Nährstoffe gerade sind, sie auch aufzunehmen. Ne? Also mag sein, dass so ein Baum rumsteht und nichts tut, von außen betrachtet, aber spätestens im Boden und auch natürlich oben im Kronenbereich tut er sehr wohl was. Und das wäre halt eben die Anpassung seines Wurzelnetzwerks. Das ist, ja, das kann man, wenn man möchte, so ein bisschen als negativ auslegen, weil halt eben gerade dann nicht eine Verlagerung der Wurzel nach unten stattfindet. Also wir haben also sozusagen entgegengerichtete Prozesse. Einerseits sehr wohl wird unten das Wurzelwachstum überhaupt erst möglich, aber erstmal kommt es zu einer temporären Anreicherung der Wurzeln oben. Inwiefern über einen längeren Zeitraum, den wir noch nicht beobachten können, weil der längere Zeitraum noch nicht um ist, eine deutlich bessere Verbesserung der Bedingungen im Unterboden und damit der Verbesserung der Durchwurzelung der Böden stattfindet, das müssen wir abwarten. Das kann man momentan bloß prognostizieren, und so Prognosen sind immer ziemlich ungenau. Aber ich persönlich und die Kollegen, die das geschrieben haben, scheinen das auch zu tun, würde stark davon ausgehen, dass das langfristig gesehen zu einer deutlichen Verbesserung der Durchwurzelungstiefe führt. Das kann man aber jetzt noch nicht sagen, das wäre nicht sehr wissenschaftlich. Deswegen haben es die Kollegen auch nicht gesagt, aber ich meine es zwischen den Zeilen herausgelesen zu haben. Wenn dem nicht so sein sollte, beschweren Sie sich gerne bei mir, dann mache ich eine entsprechende Richtigstellung. So, jetzt ist es so, dass wir ja, wie gesagt, mit der Kalkung, ich glaube, ich habe es gesagt am Anfang, ist es zu lange her, haben wir einen doppelten Nutzen. Erstens haben wir eine Anpassung der chemischen Bodenparameter. Ne? Also Basensättigung und pH-Wert im Wesentlichen. Also erstmal die beiden primär. So, das ist aber nicht alles. Was wir nämlich noch kriegen, ist eben eine Verbesserung der insgesamten Nährstoffsituation für unsere Bäume, weil halt eben die beiden extrem wichtigen Nährmineralien Calcium und Magnesium in höheren Mengen dann im Boden verfügbar sind. Und das habe ich auch schon, als ich im Kaiserstuhl unterwegs war, beim Thema Löss erklärt. Die meisten Böden sind von ihrer Grundzusammensetzung her, die wir in Deutschland haben, eher eben sauer verwitternd. Und deshalb fehlt es da eben gerade an den Stoffen, die verhindern, dass die sauer verwittern. Nämlich eben an Calcium und Magnesium. Calcium und Magnesium sind auf fast allen Böden selten. Gibt man jetzt Calcium und Magnesium dazu, dann wird so ziemlich fast jeder Boden, bis auf zum Beispiel die Schwäbische Alb oder die Kalkalpen, die bestehen ja so quasi aus Kalk, die werden dann doch erheblich verbessert und ermöglichen ein, ja, je nachdem, was gerade der Mangelfaktor ist, unter Umständen erheblich besseres Pflanzenwachstum. Und das Schöne ist, das führt nicht dazu, dass irgendwelche Pflanzen alle anderen zuwuchern, sondern alle Pflanzen profitieren davon. Jede Pflanze kann dann besser wachsen. Da ist also dann jetzt nicht irgendwie eine Verschiebung der Konkurrenz innerhalb des Ökosystems zu erwarten, sondern einfach nur generell eine bessere Anreicherung von Biomasse allgemein. Zumindest, solange das nicht übertrieben wird, würde man schlagartig ganz viel draufkippen, dann gäbe es sehr wohl eben diese, wären solche Unterschiede zu erwarten, aber nicht eben bei dieser doch kleinen Anpassung. So. Außerdem hat man im Rahmen dieser Untersuchung festgestellt, was auch sehr wichtig ist, dass Kalium inzwischen ein ziemlicher Mangelfaktor auf vielen baden-württembergischen Standorten geworden ist. Also Kalium wird knapp. Jetzt ist Kalium allerdings nicht in Dolomit drin.
beziehungsweise ein bisschen was vielleicht schon, aber nicht in nennenswerten Ausmaßen. Also Dolomit auf den Waldboden kippen bringt nichts bezüglich der Kaliumversorgung. Außerdem konkurrieren Kalium und Calcium so ein gewisses Maß miteinander, und eine Anreicherung von Calcium würde dazu führen, dass die Kaliumaufnahme schwieriger wird. Das hat mir mein Chemieprofessor relativ anschaulich beschrieben, weil so ein Calcium ist zweifach positiv. Wenn das in den Hörsaal geht, hat es einen enorm dicken Hintern, und wenn es sich in die Sitzreihen knallt, dann braucht es zwei Plätze und verdrängt eventuell zarte Studentinnen, die da vorher sitzen wollten, und die wurden zur Seite weggedrückt und sind dann weg. Ne? Die müssen dann nach Hause gehen. So, habe ich erwähnt, dass ich Motorradfahrer nicht mag. Jedenfalls, so ein Kalium, das ist halt so eine zarte Studentin. Das ist nur einfach positiv. Das braucht weniger Platz und das ist einfach zarter und schwächer. Und wenn das Calcium kommt und sich da mit dem dicken Hintern hinhockt, dann ist das Kalium halt weg. Ne? Also so kann man das vermenschlicht sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Mir persönlich sind die zarten Studentinnen ja deutlich lieber. Jedenfalls gibt es da eine gewisse Konkurrenz. Konkurrierende Aufnahme zwischen den beiden. So, wie kann man das Problem jetzt lösen? Naja, man düngt zusätzlich noch Kalium. Jetzt wäre es kacke, wenn wir jetzt Kunstkalium, also in irgendeiner Form einen, na sagen wir mal, chemisch angereicherten, durch chemische Prozesse, Dünger unserer Naturmaterial Dolomit beifügen würden. Das wollen wir nicht tun. Was können wir stattdessen tun? Wo können wir trotzdem noch Kalium herkriegen? Asche. Das ist nämlich auch was, das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen in irgendwelchen Videos. Wenn man Holz runterbrennt bis auf die anorganische Komponente, was dann die Asche darstellt, dann sind da sämtliche wesentlichen Nährstoffe drin, die der Baum vorher im Laufe seines Lebens aufgenommen hat. Was verbrennt, ist im Wesentlichen ja bloß Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff natürlich. Und das alles ist nicht so knapp. Insbesondere Stickstoff ist inzwischen auch schon wieder zu viel da. Früher war der mal knapp, inzwischen nicht mehr. Jedenfalls, das vergeht alles weg. Alle anderen Nährstoffe, alle, ausnahmslos alle, bleiben in dieser Asche zurück. Jetzt ist die Asche überhaupt erst aus dem Wald entnommen worden, die Nährstoffe überhaupt erst aus dem Wald entnommen worden, weil wir ja Holznutzung betrieben haben. Zum Beispiel mit Brennholz. Wenn wir jetzt die Asche von unserem Brennholz wieder in den Wald kippen, zumindest anteilig, im Rahmen eben dieser ohnehin stattfindenden Kalkung mit dem Hubschrauber, können wir die auch flächenmäßig wunderbar verteilen, dann ist das doch einfach nur großartig. Ne? Also das ist dann auch wieder mal ein deutlicher Schritt mehr in Richtung der perfekten Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Weil bisher haben wir die ja nicht, weil wir ja immer Nährstoffe entnehmen mit dem Holzexport, der man ja stattfindet, weil wir das Holz ja nutzen. Mit der Rückführung der Asche bis zu einem gewissen Maß kommen wir der perfekten nachhaltigen Forstwirtschaft ein ganzes, ganzes Stück näher. Allerdings muss man jetzt sagen, Ascherückführung ist so einfach nicht. Man kann nämlich nicht irgendwelche Asche rückführen, sondern in Bäumen, in Pflanzen generell, reichern sich, je nachdem wo die gewachsen sind, im Laufe ihres Wachstums auch Schwermetalle an. Und zwar wirklich viele. Nicht wie bei Trinkwasseraufbereitung, sondern wirklich Mengen, die nicht zu verachten sind. Und die will man natürlich nicht unbedingt wieder in den Wald kippen. Die möchte man gerne eher als Sondermüll entsorgen. Und deswegen darf man nur zur Walddüngung Asche von Waldhölzern verwenden. Also nur was aus 100% Waldholz, brennholztechnisch verwendet wurde, gibt eine Asche, die relativ arm an Schwermetallen ist. Auch da findet eine gewisse Anreicherung an Schwermetallen statt, weil so ein Baum, der steht halt eben nur mal ein paar Jährchen und kann da im Laufe der Zeit einige Schwermetalle aus dem Boden filtern, die dann in seiner Asche konzentriert werden. Bei aber reinen Waldbäumen, die nicht besonders vorlastet sind, weil sie zum Beispiel direkt neben der Straße stehen, da gibt es dann wieder andere, größere Konzentrationen von Schwermetallen, Blei beispielsweise. Bei reinen Waldbäumen ist diese Schwermetallanreicherung ein momentan zumindest noch zu vernachlässigender Faktor, und man kann da also eben die Asche von normalen Waldbäumen einfach so quasi über den Hubschrauber, über die generell stattfindende Kalkung wieder in den Wald kippen und damit zusätzlich die Kaliumversorgung erhöhen. Und außerdem, und das ist auch ganz wichtig, kann man sogar die Phosphatversorgung des Waldes verbessern. Phosphat haben wir schon kennengelernt als Adenosin
Triphosphat, diesen ganz, 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 ganz wichtigen Stoff, der für den Energiestoffwechsel sämtlicher Organismen zuständig ist, ist also extrem wichtig. Wird zwar nur in geringen Mengen benötigt, ist aber wirklich extrem wichtig und wahrscheinlich der erste wesentliche Faktor, der uns bei unserer Grundernährung bzw. der Ernährung des Ökosystems irgendwann knapp werden wird. Es gibt nämlich relativ wenig von dem Zeug auf dem Planeten bzw. Phosphor. Und das könnte irgendwann wirklich zum Faktor werden, dass uns der eben in den natürlichen Ökosystemen irgendwann ein bisschen knapp wird. Deswegen, wenn wir jetzt anfangen, die Asche wieder in den Wald zu schmeißen, dann sorgen wir schon mal vor für die Zeit, wo das dann wirklich mal zum Problem werden wird. Halte ich also auch für eine ganz, ganz hervorragende Idee. Einfach nur Asche in den Wald schmeißen, das bringt dann übrigens von der Düngung her nicht mehr so viel, weil dann das Calcium und das Magnesium zwar auch drin sind, aber es gibt hier auch eine schöne Grafik, wo man, lest euch das selber durch und guckt euch die Grafiken selber an. Ich will nicht zu viel in die Kamera halten, außerdem wird es eh dunkel, man sieht eh nichts mehr. Aber da kann man ganz gut erkennen, es findet sehr wohl bei reiner Aschedüngung eine Verbesserung der, ja, der Bodenparameter, sage ich jetzt mal, statt. Sie ist aber nicht so gravierend und vor allen Dingen nicht so tiefreichend in die Bodentiefe, wie wenn man das halt eben mit Dolomit macht, beziehungsweise im Idealfall, die ideale Mischung ist eben 80% Dolomit, 20% Asche, so um den Dreh, ne? Außerdem kann man die Asche, bevor man sie in den Wald gibt, relativ einfach mit Labormethoden auf ihren Schwermetallgehalt untersuchen und riskiert dann eigentlich nicht, dass man irgendwelche zu hohen Schwermetallkonzentrationen zurück in den Wald gibt. So, wir sind fast durch. Wie gesagt, die technische Umsetzung mit dem Hubschrauber, das könnt ihr euch als kleines Videochen angucken, was ich euch verlinke. Das könnt ihr euch auf den Fotos, die ich hier eingebaut habe, angucken, beziehungsweise einbauen werde. Und es gibt hier noch eine schöne Seite am Ende des naturwissenschaftlichen Teils dieses Textes. Nutzen und Risiken der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung. Und dazu möchte ich mal, es gibt hier immer so zusammenfassende Textfelder, hier diese Dinger in grün, man kann es vielleicht gerade noch so erkennen. Da möchte ich eins mal vollständig vorlesen. Durch Bodenschutzkalkung sollen keine gleichmäßig nährstoffgesättigten Standorte entstehen. Vielmehr steht das Konzept der Regeneration eines natürlichen Bodenzustandes als Grundlage einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Mittelpunkt. Die Risiken sind gering und durch niedrige Dosierung, 3-4 Tonnen Kalk pro Hektar und die geringe Löslichkeit des eingesetzten Dolomitkalks beherrschbar. So, und das sind eben die Ergebnisse der Kollegen, grob zusammengefasst, das gibt es jetzt auch noch mal zum Nachlesen auf der letzten Seite, die ich mir noch ausgedruckt habe. Und das möchte ich auch noch mal einmal zitieren. Ich hoffe, das ist im Rahmen des Zitatrechts noch nicht so schlimm, dass ich verklagt werde. Mit Kalkung werden folgende Ziele verfolgt. Abbau der durch jahrzehntelangen Säureeintrag mit dem Regen im Boden gespeicherten Säurealtlast, in Anführungszeichen, und damit Wiederherstellung der naturnahen Vielfalt an Bodeneigenschaften, was auch zu einer höheren Vielfalt an Pflanzengesellschaften führt, an unterschiedlichen Kleinstökosystemen. Das ist meine Ergänzung dazu. Neutralisierung aktuellen Säureeinträge. Ne? Also es wird auch nicht mehr schlimmer, was es derzeit immer noch bis zu einem gewissen Grad tut. Erholung der bodenbiologischen Aktivität und der damit verbundenen Aggregatneubildung und Porenraumentstehung. Mehr Tiere im Boden führt dazu, dass sie den Boden besser auflockern und mehr Raum im Boden entsteht, der zum Beispiel dann wichtig ist, wenn es viel regnet, als Wasserrückhalteraum. Der Boden funktioniert dann wie ein Schwamm, der das Wasser so lange zurückhält, bis der Regen aufhört und das Wasser dann langsam und gleichmäßig in die größeren Flüsse entlässt. Also Hochwasser wird dadurch deutlich gemildert. Nur als Beispiel, ne? Biologische Einarbeitung organischer Substanz vom Auflagehumus in den Mineralboden sowie eine Erhöhung der Austauschkapazität im Wurzelraum und Stabilisierung der Kohlenstoffspeicherung im Boden. Das passt es schon ziemlich gut zusammen. Da weiß ich nicht mehr, was ich noch dazu ergänzen soll. Langfristige Vertiefung des durch Feinwurzeln erreichbaren Wurzelraumes.
da ist wichtig, dass man eben das langfristig dazu schreibt, weil wir ja festgestellt haben, dass wir kurz nachdem die Kalkung erfolgt ist, eine Anreicherung von Feinwurzeln im Oberboden haben und eben die langfristige Anreicherung, Erhöhung des gesamten Wurzelraums auf jeden Fall zu erwarten ist. Erhöhung der Basensättigung für Magnesium, Kalium und Calcium im Hauptwurzelraum. Magnesium und Calcium eben durch den Dolomit, das Kalium durch die Beimischung der Asche. Und außerdem, das hatte ich jetzt vergessen anzusprechen, wird noch die Erhöhung der N-Speicherkapazität als Nebeneffekt erreicht. Das heißt, der Boden kann mehr Stickstoff aufnehmen. Diesbezüglich hatte ich ja auch mal zum Stickstoffhaushalt von Böden ein entsprechend ausführlicheres Video gemacht. Und da hatten wir eine so eine Blase, die quasi als Speicher für Stickstoff im Boden fungiert hat. Da muss man jetzt sagen, das habe ich wie gesagt eben nicht angesprochen, deshalb will ich es noch kurz hinzufügen. Zunächst mal führt eine Verbesserung der Bodennährstoffhaushalts zu einer Mobilisierung vom N, möglicherweise einer gewissen Mobilisierung zumindest, weil mehr Wachstum ist möglich, mehr Stickstoff wird gebraucht, der Vorrat an Stickstoff im Boden nimmt etwas ab, Stickstoff wird mobilisiert, landet in den Pflanzen. Es könnte also sein, dass wir nur kurzfristig einen etwas erhöhten Stickstoffaustrag dann auch mit dem Grundwasser eben bekommen. Jetzt ist eh schon genug Stickstoff im Grundwasser, wissen wir alle. Das könnte sein, dass sich das noch geringfügig erhöhen wird. Betonung liegt auf geringfügig. Es ist also so in Maßen, dass es so dramatisch hoffentlich nicht sein wird. Außerdem wäre das dann ja in Waldböden und nicht auf Ackerböden, wo die Stickstoffgehalte ohnehin schon sehr, sehr, sehr hoch sind. Dass also zusätzlich an mehr Stellen der Grenzwert für Nitrat im Grundwasser überschritten wird, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, dass überhaupt passieren wird. Und es ist, wie gesagt, ein kurzfristiger Effekt, weil wenn sich dann der Stickstoffhaushalt im Boden eben entsprechend angepasst hat, führt das langfristig eben sogar zu einer Erhöhung der Speicherungskapazität von Stickstoff, Nitrat, im Boden. Und damit wird dann der Nitratgehalt im Grundwasser langfristig sogar gesenkt. Ja? Also langfristig gut und kurzfristig müssen wir halt mal ein bisschen uns auf unsere Klärwerke verlassen. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es eh nicht schlimm. Ja, dann Verbesserung der Magnesium-, Kalium- und Phosphorversorgung der Bäume. Calcium-Verbesserung ist auch da, ist aber meistens halt eben nicht so sehr im Mangel, dass sie das jetzt wieder zugeschrieben haben, deswegen fehlt das da. Langfristiger Erhalt der Wasserqualität in Waldeinzugsgebieten, und das hatte ich ja auch schon entsprechend beschrieben, hoffe ich. Ja, und damit sind wir dann durch, beziehungsweise ich möchte hier gerne noch die Gesamtbeurteilung vorlesen, das sind auch noch ein paar Sätze. Das haben die ja viel besser formuliert, als ich das jemals könnte. Ich gebe mir nur Mühe, es für euch verständlicher zu formulieren, weil wenn man kein Vorwissen hat, dann ist es vielleicht doch so ein Fachtext. Auch wenn es ein hervorragend geschriebener, also ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Ding, ist, aber es ist halt, es bleibt ein Fachtext. Ne? Die Risiken von Kalkungsmaßnahmen sind zeitlich begrenzt. Die Entscheidung auf eine Wallkalkung zu verzichten würde bedeuten, die unnatürliche Nivellierung der Bodenreaktionen von Waldböden im sauren Bereich und damit den bereits eingetretenen Verlust von Standortdiversität und essentiellen und gesamtgesellschaftlich unverzichtbaren Bodenfunktionen zu akzeptieren. Gemessen an damit verbundenen Risiken, Klammer auf, zum Beispiel Gefahr eines zeitlich begrenzten Nitrataustrags, das hatte ich gerade angesprochen, Klammer zu, sind die Risiken moderat, sind die Risiken moderat dosierter Waldkalkungen gering. Somit überwiegen die Vorteile von Kalkungsmaßnahmen. Dies trifft dann in besonderem Maße zu, wenn begleitend ein Baumartenwechsel zu standortgerechten Baumarten erfolgt. Ne? Wie gesagt, wir kriegen dann mehr Diversität im Buchenwald, mehr verschiedene Buchenwälder und überhaupt sind die natürlichen Buchenwälder in ihrer Ökosystemdiversität
gar nicht erst möglich, wenn wir nicht unterschiedliche Böden haben. Wenn alles gleich sauer ist, dann geht das gar nicht. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ich werde immer mehr zum Freund von ForstBW, weil ForstBW wird das so umsetzt, wie das hier eben entsprechend beschrieben wird, beziehungsweise ist da gerade dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe mich in letzter Zeit auch schon mit anderen Maßnahmen von ForstBW auseinandergesetzt und bin da wirklich begeistert, was da inzwischen alles passiert und getan wird. Ich kenne ja nur Bayern, ne? Ich habe ja in Bayern studiert und was die Baden-Württemberger machen, das kommt da ein bisschen zu kurz. Es ist nicht so, dass die Bayern keine Ahnung hätten. Nein, also so ist es jetzt nun wirklich auch nicht. Es ist einfach nur mal schön, andere Perspektiven zu sehen als die bayerische. Weil gerade in Bayern ist ja Bayern nicht unbedingt Deutschland, ne? Ja, ich weiß, ich soll nicht so viel an den Bayern rumnörgeln. Ich habe da lange Zeit im Exil verbracht. Das gehört einfach irgendwie dazu. Nein, ist ein wunderschönes Land und die haben auch schöne Töchter, die Bayern. Na, wie dem auch sei, ich glaube, die letzten Worte, die ich da noch vorgelesen habe, reichen als Fazit auch vollkommen aus und es wird jetzt auch nicht unbedingt heller. Und damit möchte ich auch schließen und nochmal betonen, zwei Dinge. Erstens, schaut euch vielleicht nochmal die Links an, schaut selber in diesen Text, dann sind es drei Dinge. Und das dritte Ding ist dann nämlich, wenn ihr irgendwo einen Hubschrauber über dem Wald Staub abwerfen seht, dann ist das vermutlich kein Löschhubschrauber. In dem Fall könnt ihr den Hubschrauberpiloten, falls er aussteigt und ihr ihn gerade seht, auch umarmen. Das ist auch eine gute Tätigkeit, falls der da gerade einen Waldbrand löscht. Aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich eine Waldkalkung sein. Und dann freut euch, regt euch auf keinen Fall auf. Und auch wenn ihr den ganzen Tag über eurem Plätzchen im Wald durch die Gegend flieht und euch vielleicht selber mit Dolomit zugeschmissen habt, das tut euch übrigens nichts. Dolomitstaub ist vollkommen harmlos für sämtliche Lebewesen, inklusive Mensch. Alles. Ne? Das macht wirklich niemandem was. Das Zeug ist vollkommen harmlos. Dann, wie gesagt, freut euch, wenn dieser Hubschrauber kommt. Eurem Wald geht es danach erheblich besser. Langfristig geht es eurem Wald noch viel besser. Also ich habe wirklich überhaupt nichts Negatives, was ich in irgendeiner Form auszusetzen hätte, an Waldkalkung. Ist notwendig, ist deutschlandweit eine gute Idee, sofern jetzt nicht derjenige, der das genau beschließt, auf welchen Flächen wie viel gekalkt werden muss, ein Idiot ist. Aber davon gehe ich großenteils nicht aus. Das ist toll und das gehört unterstützt. Und wenn ihr also, wie gesagt, irgendjemanden seht, der sich über so einen Hubschrauber aufregt, dann geht hin und erklärt ihm das, dass das wichtig ist. Und dann freuen sich hoffentlich bald alle über tolle pH-Werte, die langsam in unsere Böden zurückkehren. Und wir werden nicht alle sterben, zumindest nicht an Bodenversauerung. Und in diesem Sinne, lasst euch nicht betüxen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.